zieht den Rückpass vor. Und das Tor erzielt schließlich David Ebischer mit der 26. Sehr schön herausgespielt. Schon Cervenka hätte die Schussmöglichkeit gehabt. Dann auch Profico. Aber abgeschossen hat dann schließlich David Ebischer. Vatanen sehr schön hinübergelegt zu Lecoutre. Und das Tor in der Mitte, Valtteri Filppula. Der Ausgleich nach 7:22 im zweiten Drittel. Also ganz genau nach 27 Spielminuten und 22 Sekunden. Eckenberger, Cervenka und in der Mitte völlig frei Nathan Voidu. Kleiner Frust bei Simon Lecoultre, aber das Tor war sehr schön herausgespielt. Eckenberger, Cervenka und dann hinten Nathan Voidu vergessen gegangen. Zanka. Zanka Tor! Ein Tor nach dem Motto, wo soll ich mit der Scheibe hin? Tja, wenn keiner kommt, dann halt ins Tor. Da übernimmt Sandro Zanka die Scheibe. Ein Bogen, zwei Bogen. Niemand greift an und dann ist die Lücke da. Sehr schön nimmt Rowe auch Deklu noch die Sicht. Sandro Zanka. Tyler Moy. Und der Anschlusstreffer 2:3. Erzielt durch Josh Jurius. Optisch waren die ersten beiden Drittel eben geprägt von einem stürmischen Beginn von Servet. Jetzt im dritten Drittel etwas ruhigerer, getragener Auftakt. Und jetzt die Möglichkeit zum Gegenstoß für Cervenka und für Wick. Wick allein, Wick vor dem Tor und das gibt Penalty. Aber jetzt läuft Cervenka zunächst einmal an. Gegen Gauthier Deklo und trifft 4:2.